Oh, es ist ja 11. Zeit für... Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Wie geht eigentlich Musik? In unserer letzten Ausgabe sind wir seicht in den Jazz reingejizzt. Und dieses Mal werden wir das komplette Kontrastprogramm machen. Heute machen wir Hardstyle! Der Reihe nach, bitte, bitte. Hardstyle ist noch sehr jung. Also so die Jugend jetzt so... Also so jung jetzt auch wieder nicht. Also die Ursprünge liegen so Anfang der 2000er, vielleicht 2005, 9, 10. Ach, wer weiß das so genau. Wie entstand Hardstyle? Nun, da gibt's eine lustige kleine Geschichte zu. Hardstyles Eltern heißen Hardcore-Techno und Hardtrance und sie lernten sich auf einer Party kennen. Aber die Party war ein bisschen lau, also haben sie sich gedacht, oh Mensch, lass mal ein paar Pillen schmeißen und ein bisschen vögeln und herauskam... Genau das. In der Videobeschreibung habe ich euch mal ein paar Beispiele verlinkt. Doch wie stellt man es her? Gut, dass du fragst. Die Drums machen es sich hübsch einfach, da darf nicht zu viel nachgedacht werden. Die Kickdrum spielt Four on the Floor, abgekürzt FOTF. Ähnlich wie im Techno, nicht? Das kennen wir ja schon. Und jetzt könnte man annehmen, dass die Claps so wieder auf 2 und 4 dagegen gehen. Aber falsch! Sowohl die Claps als auch die Snare als auch die Crashbacken spielen alle FOTF. Moment, habe ich gesagt, unverzerrt, da muss richtig die Kacke durch die Luft fliegen. Wow, wie abwechslungsreich und aufregend. Vielleicht schafft ja der Bass Abhilfe. Vielleicht spielt er ja ein ausgefuchstes Arpeggio oder macht sonst irgendeine kranke Scheiße. Nein, Pech gehabt. Er spielt natürlich nur den Grundton des Stücks. Und genau wie das Schlagzeug, FOTF. Oh Gott, ich halte es bald nicht mehr aus. Können wir vielleicht ein paar Akkorde haben? Vielleicht vom... Synthi! Endlich kommen die lang ersehnten Akkorde. Die spielt ein Background-Synthi, der könnte halt auch aus Sägezahnwellen bestehen oder aus einem Piano. Nehmen wir vielleicht, wir nehmen ein Piano. Da kann man sich wieder ein bisschen austoben, also im Rahmen von Hardstyle. Wir nehmen ein bisschen einen Ganzton tiefer, dann noch einen und dann gehen wir wieder rauf. Ha, klasse, wie das funktioniert. Naja, nachgedacht mit dem Jazz. Was fehlt? Irgendwas fehlt doch da noch! Was fehlt denn da jetzt? Der Lead-Synth. Oh ja, das, was aus dem Hardtrance übergeblieben ist. Dieser schöne Sägezahn-Sound, der da so oben drüber liegt und dem Ganzen das Gewand anzieht, was der Hardstyle da immer so hat. Und wenn man möchte, dann sind da auch noch ein paar Vocal-Samples drin, die so ein bisschen zerhackt sind, damit die auch so schön in dieses Raster reingehen. Es fehlt eigentlich nichts mehr, wir könnten sofort loshüpfen, aber Hardstyle wäre ja nicht Hardstyle, wenn der Refrain immer... ...geschaffelt wäre. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt bei dem ganzen Kauderwelsch hier und dem ganzen Kuddelmuddel. Lustiges Wort. So, und wenn ihr Freunde habt, die gerne Hardstyle mögen und den selber produzieren möchten, dann könnt ihr denen ja dieses Video vielleicht mal schicken oder das eurer Oma zeigen, wenn die auch Hardstyle mag. Und ihr könnt diesen Kanal abonnieren und auf dieses kleine Glöckchen drücken und Benachrichtigungen abonnieren. Nee, also aktivieren, damit ihr immer so eine lustige Benachrichtigung bekommt, wenn ich was Neues mache. Und das wird hoffentlich wieder regelmäßiger sein. Vorsätze fürs neue Jahr. Ich bin total gebraten von dieser Episode.